Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Republic at War. Wir machen jetzt einfach mal wieder ein Gefecht, diesmal allerdings mit besserem Sound, sollte es jedenfalls sein. Und zwar, wo machen wir es denn? Überlegen. Ich hätte gerne schon vier Spielerkarten. Nehmen wir mal die hier. Botaner im Blutrausch. Und wir spielen diesmal wieder die Republik. Gegen einen schweren Separatisten. Team 1, Team 2, Blau, Rot. Erweitert. Ganz viele Credits. Und vernichten. Ansonsten wäre es ja langweilig. Das lese ich jetzt lieber mal nicht vor. Das würde jetzt viel zu lange dauern. Sir, seid ihr sicher? So. Du fliegst dahin. Hab verstanden, Boss. Du fliegst dahin. Alle Informationsflug. Einsatzbereit. Einheit wird hergestellt. Aufrüstung läuft. Ah, doch, das... Ich will's abbrechen. Dieser Arsch von KI hat alles versaut. Jetzt kann ich hier nur blöde Jäger holen. Aufrüstung läuft. Toll. Jetzt kann ich auf Jäger bauen. Wuhu. Verstärkung unterwegs. Verstärkung unterwegs. Verstärkung unterwegs. Alle Einheiten in Stellung, Sir. So. Droiden! Genau. Dann mal los. Sir. Alle Informationsflug. Aufrüstung abgeschlossen. Seid ihr sicher? Wo wollt ihr hin, Sir? Hab verstanden, Boss. Gebäude wird errichtet. Ihr wollt ja nur. Ich bin dabei. Alle Einheiten in Stellung, Sir. Los raus aus dem Bastroiden. Aufbau hat begonnen. Konstruktion abgeschlossen. Station bereit. Gegnerische Raumstation wurde aufgerüstet. Orbitalkommando verfügbar. So, dann gleich mal die nächste Aufrüstung. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Hier gleich mal das Geld-Upgrade. Konstruktion abgeschlossen. Bam. Ihr fliegt dazwischen und erobert das dann. Konstruktion abgeschlossen. Ach ja. Elite-Geschwader, die Schattenstaffel. Wow. Aufbau da habe ich jetzt begonnen. Angst. Aufbau beginnt. Zu Befehl. So, wie sieht es mit dem Stationen-Upgrade aus? 40%. Akzeptabel. Aufrüstung abgeschlossen. Sir. Wie sieht unser Angriffsplan aus, Sir? Nur diese zwei Verteidigungstürme? Ja. Na, das wird ein Spaß. Konstruktion abgeschlossen. Aufbau beginnt. Dann wollen wir doch mal sehen. Doppelbogen-Bullshit. Das. Konstruktion abgeschlossen. 73% bei der Raumstation. Empfange Nachricht. Aufrüstung abgeschlossen. Na nee, bleib mal eben hier. Erobert das zu Ende. Wir brauchen schließlich Geld. So, und jetzt unterstützt ihr. Und hier nur noch 95. Brems. Knallt ganz laut. Los weg von den Jägern. So, und jetzt Carrick Kreuzer en masse. Konstruktion abgeschlossen.
Meine Güte, sind hier viele Bomber unterwegs. Sir. Ja, Sir. Aufrüstung abgeschlossen. Dieser schwere Separatist scheint Spaß daran zu haben, uns zu quälen. Los, ihr V-19s. Zerlegt sie! Sir! Ja, Sir! Aufrüstung abgeschlossen. Wählt eure Verstärkung. So, zwei Carax sind fertig. Da ist kein Bedarf dabei. Aufrüstung hier. Wählt eure Verstärkung. General, wir nähern uns dem Sammelpunkt. Sir! Ja, Sir! Diesmal mache ich die Taktik mit den Carrack-Kreuzern. Masse trifft auf Masse. Meine Masse ist besser. Einsatzbereit. Das ist meine heutige Taktik. Sir! Ja, Sir! Und hier haben wir die Schattenstaffel. Stark gegen Providence-Kreuz und Lurch Hulk. Und schwach gegen Jäger. Die Shadow-Staffel besteht aus geübten Klonpiloten, die 12 BTL-B Y-Wing-Bomber steuern, jedoch auch V-19 Torrent-Jäger verwendeten. Unter anderem waren sie an einem Angriff auf die Malevolence beteiligt. Tja, toll. Wow. Who the fuck cares? General, wir nähern uns dem Sammelpunkt. Station bereit. Sir, ja, Sir. Einheit wird produziert. Sir. Eine undurchdringliche Jägerabwehr, vor allem weil Waffenenergie stärken. Ich liebe diese Fähigkeit. Die ist so mächtig. Sir, ja, Sir. General, wir nähern uns dem Sammelpunkt. There's no way to pass this. Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Alles klar, Sir. Los, Feuer! Appassant, Boss, Sir. Appassant, Boss. Gewohnt, General. Ja, Sir. Wie sieht unser Angriffsplan aus, Sir? Ach Gott, guck mal einer an. General, wir nähern uns dem Sammelpunkt. Massenfeuer! Ich liebe die Taube. Die sind einfach so fies. Nächster. Vor allem, sie sind zu schnell gebaut. Wir. Ja, Sir. Aufrüstung abgeschlossen. Meldung wird entschlüsselt. Ich bin dabei. Wie lautet euer Plan? Wir müssen nicht nur die Schilde wieder aufladen. General, wir nähern uns dem Sammelpunkt. Sir. Ja, Sir. Raumstation beschädigt. Ach, wie süß. Raumstation Aufrüstung beschädigt. Schon dabei, Sir. Zu Befehl, Sir. Einsatzbereit. Als ob ich euch das glauben würde. Razor-Geschwader. Und hier jetzt. Die rote Staffel war eine Piloteneinheit in den Klonkriegen, die Z-95-Jäger steuerten und in zahlreichen Kämpfen wie in der Schlacht von Moonilist beteiligt waren. Kleiner Tipp. Der Z-95-Headhunter. Ich zitiere mal eben die Beschreibung dieses Dings. Der Z-95-Headhunter, ein Vorgänger des X-Wings, war ein bereits zur Zeit der Klonkriege veralteter Sternjäger. Und so ist auch ungefähr dieses Geschwader. Scheiße! Dazu lässt sich nichts weiter sagen. So, vorwärts. Ach verdammt. Die haben mir schon die Arbeit abgenommen. Sir. Verstanden, Sir.
Ja, Sir. Hab verstanden, Boss. Wo ist eure Verstärkung? General. Mehr verfluchte Carax. Ja, Sir. Verstanden. Schon dabei, Sir. Was ist los, General? Ich bin dabei. So, jetzt kommt das größere Zeug. Vier Dreadnoughts. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, wollen wir doch mal sehen, was der Feind dort hat. Ach Gott! Unser Teamkollege hat den gerade total alles abgeschnitten. He have no chance. He have really no chance. Okay, auf dieser Karte ist es echt asshole-like. Wo ist denn das eine Raumbasis? Die müsste doch hier sein. Raumstation beschädigt. Oh. Oh. Schon dabei, Sir. Feuer. Schnappt sie euch. Einsatz bereit. Zu Befehl, Sir. Wer ist der Nächste? Na gut, los. Wie ihr wünscht, Sir. Lernt fliegen. Ich sagte, lernt fliegen. Zu Befehl, Sir. Alles auf die Schilde. Gegnerische Raumstation wurde aufgerüstet. Ach ja. Sag Hallo zu Dreadnoughts. Ja, der eine Dreadnought hat gerade ganz schön aufs Maul bekommen. Ist es leider so. Und ja, die Carrot-Kreuze sind nicht gerade die schnellsten. Ja, sauber, sie haben das Ding hier oben zerstört, weil das mache ich dann zu einer Reparaturstation. Da kann ich den Dreadnought reparieren. Weil die Dreadnoughts sind eigentlich richtig gut. Solange sie nicht einfach so direkt neben einem gegnerischen Schiff aus dem Überraum geholt werden. Wie ich es getan habe. Aufrüstung läuft. Vom Rechner sitzt, war der, dafür gesorgt hat, dass wir gestorben sind. Wird produziert. Ja, Sir. Holt eure Verstärkung. General, aber machen wir jetzt mal dieses Wurstgemetzel. Völlig zerstörte Montagepunkte lassen sich allerdings nicht reparieren. Schade. Das bedeutet nämlich, dieses Teil wird beschädigt rein. Oh, hallo Venator. Wird beschädigt ankommen. Ja, Sir. Stopp. Stehen bleiben. Verstanden. Halt, stopp. Schon dabei, Sir. Okay, Carax, ihr könnt ja schon mal losfliegen. Ihr werdet dort drüben Spaß haben. Wählt eure Verstärkung. Verstärkung unterwegs. Verstärkung unterwegs. Was ist los, General? Alle Einheiten in Stellung, Sir. Genau. Einfach angreifen. Ich bin dabei. Und wie geht's dir? Wie lautet euer Plan? Dem geht's eigentlich wieder ganz gut. Na dann. Angriff! Schon dabei, Sir. Alles klar, Sir. Achtung! Fertig! Feuer! Jetzt seht euch mal die Lebensanzeige an. Ja, ich verliere jetzt praktisch alle Carax. Aber das ist mir wert. Ach, guck mal einen an. Da geht ja alles down. Ich glaube, ich habe einen Carax verloren. Bis jetzt. Komm. Oh, guck mal einer an. Ihr Dreadnoughts, ihr habt euch ja glanzmäßig angestellt. Eine echte Glanzleistung war das. Okay, jetzt könnt ihr alle angreifen.
Nur ihr nicht. Ihr fliegt da ganz normal hin und zerlegt auf dem Weg her alle Jäger. Wobei das gar nicht mehr nötig ist. Der Akklamator erledigt die schon. Und jetzt nur noch diese beiden Jägergeschwader. Und hier haben wir die Schattenstaffel. Sir. Ja, Sir. Verstanden. Konzentrierter Beschuss. Wir haben gesiegt. Sieg. Ja, wir haben 5 Carrack-Kreuzer verloren und einen Laserabwehrsatelliten. Die Gegner hingegen, Asteroidenmine, 8 Droidenbomber, ein Droidentransporter, 2 Hammer-Pikets, Kommando-Center der Separatisten, Laserabwehrsatellit, 2 Munition-Fregatten, 2 Patrouillenfregatten, 4, eine Raumstation Stufe 4, 2 Tech-Union-Fregatten und 27 Walter-Droiden-Geschwader. Das sind doch ein bisschen herbe Verluste für die Seepies. Naja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!